Die diesjährige TennoCon ist vorbei und ich möchte für euch, die nicht dabei waren, eine kurze Zusammenfassung zeigen, was alles passiert ist. Zumal habt ihr diese beiden Sachen verpasst. Diese konntet ihr kostenlos durch Zuschauen bekommen, also eine halbe Stunde im Stream, sondern habt ihr die geschenkt bekommen sozusagen. Aber keine Sorge, Zarin Prime war schon im Spiel und ich meine, wer braucht neue Inhalte, wenn man alte wiederverwenden kann? Und diese Waffe, die bekommt ihr sowieso auch bald ins Spiel rein. Also kein Stress, ihr habt nichts verpasst, theoretisch. Aber warte mal, doch, ihr habt was verpasst. 90 Platin. Denn so viel ist Zarin Prime als Set wert. Hier mal der Ablauf. Begonnen hat die Telekom mit ein paar Announcements. So eine kleine Eröffnung einfach. Danach kam die Spielevorstellung von Soulframe, ein weiteres Spiel von Digital Extremes. Und zu Schluss gab es noch die Tenno Live, wo neue Sachen zu Warframe vorgestellt wurden. Den Rest, also das, was dazwischen war, also die Art of Warframe, Sound of Systems und das Cosplay-Gedöns, könnt ihr euch in die Haare schmieren wie WD40. Das war ein bisschen Show und mehr nicht, also irgendwelche Unterhaltungsszenen einfach. Aber das ist so der Ablauf gewesen und ich möchte jetzt euch eben noch ein bisschen ein paar Details geben. Die Introduction war eigentlich nur die Bekanntgabe von Sachen, die schon bekannt waren. Dazu gehört zum Beispiel der Amber Heirloom Skin. Endlich mal wieder ein guter Skin. Und dieser wurde auch genau jetzt veröffentlicht. Passend dazu könnt ihr euch auch bald den Amber Prime, welcher eigentlich Vaulted ist seit 2013 oder so, wieder als Prime kaufen. Denn es kommt als Prime Resurgent wieder ins Spiel rein. Das gleiche gilt auch für Prime Rhino. Also falls ihr noch einen Panzer braucht, schlag zu. Zusätzlich wurde das nächste Event announced und das kennen schon alle. Dog Days, nichts Spannendes, aber ihr kriegt diese vier schöne Glyphs dazu, wenn ihr das Event spielt. Das war auch schon die Willkommensrede, ging 25 Minuten, glaube ich. Anschließend wurde schon das genannte Spiel Soulframe von Digital Extreme gezeigt. Manche kennen das schon, manche haben das, glaube ich, auch schon gespielt. So habe ich das schon, die Preludes-Leute dort. Die ganze Zeit auch bejubelt worden im Publikum. Und das wurde jetzt mehr gezeigt, es wurde ein Release-Date festgelegt, kann man sagen. Aber hier vorher mal ein paar Gameclips zu dem Spiel. Don't you forget it. Even if they find you, even if they sing their song, the magic, it's in you. Die EA hat das Spiel auf Herbst 2024 festgelegt. Die hoffen noch, dass sie es hinbekommen und drücken sich selber die Daumen, dass sie es schaffen. Kann sein, dass sich das aber noch verspätet, aber es soll jetzt ein paar Monate eigentlich rauskommen. Zusätzlich haben die Konsolenleute Arschkarte gezogen, kommt nur für PC raus. Erstmal. Später noch vielleicht für Konsole. Dazu wurde aber mehr nicht gesagt. Ja, hier sind nochmal die Art- und Cosplay-Geschichte. Wie gesagt, war nur Unterhaltung und hatte keine direkten neuen Informationen. Zum Schluss kommen jetzt eigentlich die wichtigsten News und das sind die angekündigten Neuheiten in der Tenno Live 2024. Es werden dieses Jahr noch zwei Events von DE stattfinden. Einmal die Tenno VIP während der Gamescom. Endlich wieder nach 5 Jahren, die waren seit 2019 nicht mehr hier. Und das zweite ist erstmalig in Tokio am 28. und 29. September. Für die Gamescom könnt ihr die Karten ab dem 26. Juli kaufen, also ein paar Tagen. Das Event in Tokio wird noch für das nächste Update wichtig, denn es kommen dieses Jahr noch drei Updates raus, also in den nächsten 5 Monaten bis Dezember kommen noch drei Updates raus. Das erste Update heißt The Lotus Eaters, das wird im August droppen, also in einem Monat, wahrscheinlich weniger. Und zusätzlich kommen noch Severgoth als Prime endlich raus. Das zweite Update ist noch nicht ganz angekündigt, wird aber in Tokio bekannt gegeben. Das einzige, was bis jetzt bekannt gegeben wurde, ist, es soll ein paar Quality of Lives Update rauskommen. Und dazu gehören folgende Sachen. Man soll jetzt Items favorisieren können, damit man endlich zwischen seinen tausenden Sachen, die man hat, seine Warframe schneller findet. Wenigstens hört das Spieleunternehmen mal endlich auf seine Fans. Es sollen zusätzlich noch neue Incarnons rauskommen, also Waffen-Upgrades, die euch für bestimmte Waffen dann, die deshalb rauskommt, eure Waffen upgraden können. Es soll ein Begleiter-Update rauskommen, was ihr auch gut findet. Begleiter sind ein bisschen rot, kann man sagen. Und es soll zusätzlich wie immer zu fast jedem Update ein Warframe noch released werden. Gleichzeitig wird es auch ein Caliban, also der Warframe Caliban, wird reworked und zusätzlich soll er in diesem Zeitraum gratis für alle Spieler werden. Das dritte Update wird 1999 sein, also die Mission, die schon teils angezockt wurden im letzten Update, Whispers in the Walls. Und zusätzlich soll ein Animationsfilm mit diesem Update rauskommen, so die TennoCon 2024.